In diesem Video zeige ich euch, wie ihr nach Mikaelas Honigbaum kommt und wohin ihr müsst, um den geheimen Boss Melania zu finden. Zuerst braucht ihr natürlich einmal das Gebiet Berggipfel der Riesenfrei und dann die zwei geheimen Medaillons des Honigbaums, um eben den Geheimpfad zum Honigbaum zu öffnen. Wisst ihr nicht, wie ihr dieses Medaillon bekommt, dann habe ich hier bereits ein Video für euch hochgeladen. Sobald ihr dieses Gebiet frei habt, begebt euch nach Ordina, Stadt der Liturgen, und dort geht es von der Gnade aus hier die Treppen hoch, dann rechts und ums Haus herum. Es gibt hier ein Steinportal. In diesem Gebiet müsst ihr vier weiße große Statuen erleuchten. Die Statuen sind an sich nicht schwer zu finden, aber es gibt einen unsichtbaren Gegner. Also immer in Bewegung bleiben oder eben töten. Wenn ihr ihn einmal tötet, dann kommt er auch nicht wieder. Auch wenn ihr hier sterbt und bereits schon eine Statue zum Beispiel erleuchtet habt, euer Fortschritt bleibt gespeichert, wenn ihr hier wieder reinkommt. Habt ihr alle vier Statuen, dann geht es einmal hier die große Treppe hoch und durchs Portal nach Honigbaum. Honigbaum ist sehr verworren und die Gegner hier sind sehr stark, also passt bitte ein bisschen auf. Es gibt natürlich mehr als einen Weg, um zu Melania zu kommen, beziehungsweise es ist der gleiche Weg, aber ihr könnt unterschiedlich abbiegen. Ja, wie gesagt, lauft einmal hier die Äste entlang und guckt, dass ihr einmal von dem Baum eben auf einen festen Untergrund kommt. Passt ein bisschen auf von den Ameisen, die schießen so Gift auf euch und die können euch ziemlich easy one-shotten. Oder auch diese großen leuchtenden Bälle, wenn die auf euch zukommen, die können echt ziemlich ätzend sein. Hier kommen wir dann aber einmal aus den Ästen hier raus, dann findet ihr hier einmal eine Gnade und die könnt ihr aktivieren und dann geht es einmal geradeaus weiter. Vorsicht, bei der zweiten Stufe ist hier einmal ein Gegner, den könnt ihr entweder erledigen oder einfach dran vorbeilaufen und dann laufen wir hier ums Eck und werden einmal hier runterrollen und dann könnt ihr links einmal runterrollen. Vorsicht, hier sind Ameisen, lasst euch hier nicht töten. Wenn euch das zu kompliziert ist, könnt ihr auch außen rumlaufen, aber dann habt ihr halt ein bisschen mehr Gegner vor euch.
Als nächstes gehen wir hier durchs Haus durch und hüpfen dann einmal über die Dächer hier rüber. Ich bin zu fett und zu schwer, also kann ich nicht von einem Dach zum anderen springen, sondern muss hier runtergehen und einmal die Leiter hochlaufen. Aber dann gehen wir einmal hier weiter, laufen einmal an den Gegnern vorbei, es geht wieder runter und einmal ins nächste Haus rein. Ich habe mich dazu entschlossen, den Gegner, beziehungsweise die Gegner hier einmal zu besiegen, weil die mir immer in den Rücken hauen sonst. Wenn ihr jetzt weiterlauft, dann habt ihr einmal hier so ein paar Zauberer, die euch ein bisschen, ja, was Böses wollen. Wenn ihr hier einmal vorbeilauft, könnt ihr entweder in den großen Bereich reinlaufen, aber ich würde euch empfehlen, einmal hier auf die andere Brücke zu gehen und einmal den Fahrstuhl nach oben zu nehmen. Dann kommt ihr an der Gnade raus, bei der wir am Anfang gespeichert haben und habt jetzt auch einen aktiven Fahrstuhl hier, wo ihr dann einfach, falls ihr down geht oder so, gleich wieder runtergehen könnt. Denn wenn wir den Fahrstuhl benutzen und wieder nach unten fahren, gehen wir in ein großes Gebiet und ihr könnt euch schon vorstellen, dass es hier einmal einen Bosskampf gibt. Ich werde euch den jetzt nicht spoilern und werde euch den auch nicht zeigen, aber diesen Boss müsst ihr besiegen, um einmal weiter in der Karte zu kommen. Ja, und sobald ihr einmal den Boss besiegt habt, dann geht es einmal die Treppe runter und dann eine ganz, ganz, ganz lange Leiter hinunter. Und wenn ihr hier seid, geht es einmal rechts rein in den Aufzug, aber wir gehen einmal die Treppe hoch, weil wir hier schon dabei sind, Sachen abzulaufen. Dann geht direkt hier hoch, denn hier oben ist eine Kiste und da gibt es einen uralten Drachenschmiedstein. Ja, und dann gehen wir zurück zum Aufzug und benutzen einmal den Aufzug, um noch weiter nach unten zu kommen. Und somit befinden wir uns einmal bei Elphael, Stütze des Heiligbaums. Lauft einmal geradeaus an dem Ritter vorbei und aktiviert die nächste Gnade. Und von hier aus laufen wir einfach geradeaus an den ganzen Soldaten vorbei. Wie gesagt, ihr könnt hier an mehreren Stellen abbiegen, aber das ist immer der Weg, den ich hier nehme. Wir hüpfen einmal hier über das Geländer drüber, auf dem Vorsprung hier, laufen weiter, hüpfen einmal hier ab, lassen das fliegende Teil hier in Ruhe. Geht einmal hier nach oben. Wenn ihr hier links reinlauft, ist hier eine Kiste auch mit einem uralten Drachenstein. Ich habe den schon eingesammelt, aber nur damit ihr Bescheid wisst. Und jetzt müsst ihr aufpassen, denn wir haben hier so ein paar ganz große Armbrüste, die, wenn euch treffen, dann seid ihr a One-Shot. Also ihr könnt jetzt hier runterspringen, so wie ich es im Video mache. Und außen lang laufen oder nach links unten springen, so wie ihr das wollt. Wenn ihr links runter geht und ganz runter geht, da ist auch eine große Leiter, aber da ist so, auch so ein Vieh unten. Also müsst ihr wissen, was euch lieber ist. Ich laufe lieber hier rechts lang. Erledigt einmal hier zwei von vieren, die uns hier abschießen. Und dann laufen wir hinter die anderen. Hier sind zwei Soldaten. Und wenn ihr hier zum ersten Mal herkommt, ist hier so ein großer Erdtreebaum-Gegner. Ihr müsst ihn nicht töten, aber ihr müsst an ihm eben vorbeilaufen. Und dann habt ihr hier eine Gnade und dann geht's einmal weiter. Ja, mir läuft jetzt dieser Ritter hier nach. Der nervt mich ein bisschen, also erledige den einmal kurz. Ja, sobald der einmal weg ist, geht das einmal hier über den Ast weiter nach links rein. Jetzt habt ihr hier wieder mal, ja, Scharlachfäule. Und ich habe keine Gegenmittel mehr. Aber ihr könnt es auch ohne Gegenmittel schaffen, wenn ihr genug zum Heilen dabei habt. Leider könnt ihr auch nicht durchlaufen, sondern nur ganz langsam gehen. Ihr könnt eventuell euch umdrehen und springen. Rollen ist ja, wie ich es mache, keine gute Idee.
biegt euch den Weg einmal zum anderen Ende der Scharlachfäule durch. Und dann geht es hier weiter, runter auf den Ast und dann links auf den Ast. Ja, und folgt einfach dem Weg, den ich hier nehme, und ihr kommt einmal zum Abwasserkanal. Und dort gibt es eine weitere Gnade. Also wie gesagt, wenn ihr euch jetzt nicht heilen könnt, dann könnt ihr einfach dort rasten und dann seid ihr auch geheilt und seid nicht mehr infiziert. Ja, vom Abwasserkanal aus geht es raus und nach links, einmal über die Äste drüber. Und wir wollen einmal in dieses Haus. Ihr könnt unten reinlaufen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch oben reinspringen. Wenn ihr oben reinspringt, gibt es auch noch eine Kiste zum Aufmachen. Der Gegner will hier nicht so, wie ich möchte. Aber wie gesagt, passt auf, weil die Gegner hier ziemlich ätzend sein können, wenn die euch alle gleichzeitig angreifen. Die hauen echt ziemlich stark zu. Ich bin hier am Anfang echt ein paar Mal gestorben, vor allem weil es hier einiges zum Einsammeln gibt. Aber ja, ihr müsst nicht kämpfen, wie gesagt. Ihr könnt auch einfach hier runterspringen und einmal durch den Durchgang gehen. Und dort gibt es einen Fahrstuhl. Ich war natürlich hier vorher schon unterwegs und habe den Fahrstuhl nicht oben. Dementsprechend muss ich einmal erst den Hebel ziehen. Ja, aber wenn ihr auf dem Fahrstuhl seid, dann geht es einmal nach unten und dann habt ihr hier nochmal einen Speicherpunkt. Ihr seid jetzt bei der Wurzel angekommen und wenn ihr von hier aus nicht links, sondern geradeaus geht, dann seht ihr schon ein Tor mit Nebel. Dort findet ihr dann eben auch Malenia, Mikellas Klinge. Ich werde euch den Bosskampf jetzt nicht spoilern, aber der Boss ist wirklich nicht einfach, aber es ist kein Mandatory-Boss, also ihr müsst den Boss nicht machen. Ich hoffe, das Video war einigermaßen hilfreich. Vielen lieben Dank fürs Gucken und bis dann!